So, wir warten jetzt schon so lange. Wann kommt denn die Geschichte endlich? Ne, was? Und da ist sie ja! Hallo Freunde! Ihr seid auch da! Ja, ich habe gerade die Geschichte vom Weihnachtsmann bekommen, beim Computer. Ja! Meine Mütze kennt ihr vielleicht schon. Ja, das ist die Weihnachtsmütze. Ja, genau. Und das ist der Weihnachtsmantel. Wie? Nee? Der Weihnachtsmannmantel. Ja, so war es, richtig. Ja, der hat sie mir dagelassen, die Mütze und den Mantel, dass ich sie wasche. Ist das nicht schön geworden? Wunderbar, ne? Die Mütze hilft mir beim Vorlesen und die Geschenke hat er auch dagelassen. Ich sollte alle verteilen. Im Dorf hier, ja. Ihr kriegt alle was, hat er versprochen. Egal, was passiert. Er kommt vorbei. Versprochen. Ja. Fangen wir am besten mit der Geschichte an. Und die handelt vom Weihnachtsmann, natürlich vom Weihnachtsmann. Und die heißt, und es gibt doch einen Weihnachtsmann. Nicht weit von dem Weihnachtstrubel der Stadt entfernt, in einem wunderschönen Haus mit viel Garten drumherum, lebte Familie Meier mit ihren zwei Kindern. Ja, genau so. Schon seit ein paar Jahren hatten sie sich vorgenommen, dem Weihnachtsstress zu entfliehen und nicht die Feiertage zu Hause zu verbringen. Herr Meier und seine Frau führen eine kleine, aber erfolgreiche Anwaltskanzlei. Sie hatten so viel zu tun, dass sie selbst über die Feiertage immer einen Stapel von Akten durchlesen und bearbeiten mussten. Doch jetzt war Schluss damit. Genau. In weiter Voraussicht hatten sie schon im Frühjahr, tja, vor einem Jahr, ja, eine Berghütte gemietet. Super. Es war der 21. Dezember, frühmorgens um 6:30. Eine Katze strich um den Gartenzaun der Familie Meier. Wie sie ihn so streicht und so dahin streicht, nicht wahr? Streicht so dahin, jawohl. Als plötzlich ein schriller Ton aus dem Haus drang. Ja. Die Katze bekam einen Schreck. Bekam eine Bürste und jagte davon. Okay, was war passiert? Mal gucken, ne? Wie geht's denn weiter? Da steht's. Ja, davon. Kurz darauf war ein lautes Schreien und Fluchen aus dem Haus zu hören. Oh. Worauf ein Krach folgte, als hätte jemand etwas gegen eine Wand geworfen. Oh. Es polterte und schepperte. Dann war es still. Nur Sekunden später wurden Fallen aufgerissen. Ja, und und Lichter gingen an. Eine alte Frau, die gerade mit ihrem Hund Gassi ging, blieb stehen und starrte entsetzt in das Fenster der Familie Meier. Ja, das ist wirklich so. Fast zu Tode erschreckt, schnappte sich ihren kleinen Hund und jagte davon, als wäre der Teufel hinter ihr her. Frau Meier sah ihr kopfschüttelnd nach, bis sie um die nächste Ecke verschwunden war. Sie selbst vergaß oft, dass sie morgens meist wie ein Nachtgespenst aussah. Ja, das steht da, wirklich. Ihre Haare waren wüst durcheinander. Oh, Entschuldigung. Und ihr weißes Gesicht, sie trug eine Entspannungsmaske, passte perfekt zu ihrem beige Nachthemd, um unschuldige Menschen und Tiere zu erschrecken und in die Flucht zu schlagen. Also, Frau Meier zog wieder die Vorhänge zu und wandte sich zu ihrem Mann. Du Schatz, bist du schon wach? Fragte sie unnötigerweise. Oh, nach dem Geschrei und dem Lärm wäre es doch ein Wunder, wenn ich es nicht wäre, oder? Tut mir leid. Aber ich hatte wieder diesen verrückten Albtraum. Schon gut, Schatz.
Aber vielleicht solltest du nächstes Mal auf mich hören und dir keine Horrorgeschichten mehr ansehen. Ich werde darüber nachdenken, versprach Frau Meier. Ja, ihr Mann drehte sich zu ihr herum und hielt immer noch die Augen geschlossen. Liebling, sagte er und zögerte. Ja, Schatz. Bitte, sag nicht, dass du den Wecker schon wieder gegen die Wand geworfen hast. Frau Meier seufzte. Er wollte einfach nicht aufhören zu klingeln, sagte sie wahrheitsgetreu. Dann hörten sie ein lautes Klopfen über sich. Hört auf da oben! Rief Frau Meier hinauf zur Decke, wo im ersten Stock ihre Kinder schliefen. Steht gefälligst auf und packt euren Koffer, nachdem ihr euch gewaschen und angezogen habt. Und lasst gut sein, rief Herr Meier dazwischen und streckte sich immer noch mit geschlossenen Augen und allen der Regeln der Kunst nach seiner Frau. Jetzt nicht, sagte sie. Warum denn nicht? Herr Meier öffnete langsam die Augen und blinzelte. Ah! Schieß er einen Schrei aus, riss die Augen nun ganz auf und wich zurück. Oh! Was soll das denn? So langsam solltest du dich doch wohl an meinem Anblick gewöhnt haben. Ja, aber nicht, nicht mit dieser blöden Monstermaske. Das ist keine Monstermaske, sondern eine Entspannungsmaske. Die solltest du aber vielleicht kennen und vielleicht langsam auch mal ausprobieren. Oben bei den Kindern wurden die Türen aufgerissen, denn jeder der beiden wollte erst im Badezimmer sein. Erster, rief Peter und schlug die Tür hinter sich zu. Au, fluchte Sabine, als sie fast mit dem Kopf gegen die Wand geprallt war. Gegen die Tür, ja. Das hast du mit Absicht getan, keifte sie. Genauso wie du gestern. Haha, lachte Peter. Na warte, du kleiner Hosenscheißer. Sie fluchte und schlug gegen die Tür. Brillenschlange, zischte Peter zurück. Sabine war 12 Jahre alt, dunkelblond und sehr schlau. Zumindest behauptete sie das von sich. Pass bloß auf, wenn ich dir da reinkomme, sagte sie wütend. Verspreche nichts, was du nicht halten kannst, rief ihr Bruder, weil er wusste, dass sie es niemals wagen würde, die Tür einzutreten. Ach, übrigens, ich dachte, du bist so schlau. Zumindest redest du ständig davon. Pass bloß auf, was du sagst, zischte seine Schwester, schlecht gelaunt. Aber ich bin da ganz anderer Meinung, denn sonst würdest du ganz schnell zu Mama und Papa hinunter ins Badezimmer rennen. Peter war 8 Jahre alt, hatte schwarze Haare und wusste immer, wovon er redete. Ja. Zumindest glaubte er ganz fest daran. Sabine machte sofort auf dem Absatz kehrt und rannte über den Flur zur Treppe. Mama, rief sie, als sie die Treppe hinunterlief. Ich benutze mal kurz euer Bad. Oh nein, sagte Herr Meier. Das kurz kenne ich. Ich muss unbedingt zuerst ins Bad. Er sprang aus dem Bett, rannte zur Tür und riss sie auf. Im gleichen Moment schoss Sabine an ihm vorbei. Ich hasse es, in den Eimer zu. Tut mir leid, Papa, rief sie. Aber manchmal bestraft einen das Leben, wenn man zu spät aufsteht. Oh, was weißt du denn schon davon? Sagte ihr Vater. Rums. Die Tür war ins Schloss gefallen und der Schlüssel umgedreht. Kurz darauf öffnete sich die Tür wieder und Sabine reichte ihm einen Eimer heraus. Ich kann mir schon denken, wofür du ihn brauchst, sagte sie und schloss ganz schnell wieder die Tür. Wie geht's weiter? Sofort. Draußen fuhr gerade
ein Streuwagen vorbei, als Familie Meier gemeinsam unten in der Küche beim Frühstück saß. Peter und Sabine warfen sich giftige Blicke zu, während Herr Meier in einer Zeitung vertieft war. Ja, zumindest schien es so. Möchte jemand noch eine Scheibe Toast? Fragte Frau Meier in die Runde. Sabine schüttelte den Kopf. Nein, Schatz, danke, sagte Herr Meier. Aber ich, rief Peter, und bitte getoastet. Seine Mutter nickte und wandte sich dem Toast dazu, als Sabine ihm die Zunge herausstreckte. Die sieht ja voll eklig aus, sagte er. Was sieht eklig aus? Fragte seine Mutter. Ja, Sabines Zunge, sagte Peter. Wie kommst du denn darauf? Ganz einfach, Schatz, mischte sich Herr Meier ein. Deine Tochter hat sie ihm mal wieder gezeigt. Wenn, dann immer noch unsere Tochter, nicht wahr? Stellte Frau Meier fest und sah Sabine strafend an. Ist doch gar nicht wahr, widersprach Sabine und sah zu ihrem Vater, der immer noch hinter der Zahlung steckte. Außerdem kannst du das gar nicht gesehen haben, als ich ihm die Zunge... Sie brach ab. Erwischt, sagte ihre Mutter. Na gut, gab Sabine zu. Aber nur, weil er mir vorhin die Badezimmertür von der Nase zugeschlagen hatte. Ich war nun mal erst da, verteidigte sich Peter sofort. Und das kann sie nun mal nun einfach nicht ertragen. Dafür werde ich morgen wieder Erster sein, grinste Sabine. Das werden wir noch sehen, sagte Peter kämpferisch. Oh ja, das werden wir. Und dann ein Geräusch beendete die kleine Diskussion. Ich glaube, mein Toast ist fertig, sagte Peter. Kurz darauf räusperte sich Herr Meier und faltete die Zeitung zusammen. Meine Lieben, während ihr den Tisch abräumt, werde ich mich noch um ein paar wichtige Dinge kümmern. Ohne noch auf eine Antwort zu warten, erhob er sich von seinem Platz und verließ die Küche. Schatz, was für wichtige Dinge sind denn das? Rief ihm seine Frau nach. Doch Herr Meier antwortete nicht. Na gut, sagte sie und sah ihre Kinder lächelnd an. Ich glaube, das schaffen wir auch alleine, oder? Die Geschwister warfen sich heimliche Blicke zu. Weißt du was, Mama? Sagte Sabine. Ich habe meinen Koffer noch nicht ganz fertig gepackt. Aber du hattest doch genügend Zeit und... Mama, ich habe meinen Koffer auch noch nicht fertig gepackt, unterbrach sie Peter. Frau Meier seufzte und nickte. Also gut, dann rauf mit euch. Aber denkt dran, um 9 wollen wir los. Das ließen sich die beiden nicht zweimal sagen. Die sprangen vom Tisch auf, rannten aus der Küche auf den Flur und die Treppe hinauf. Frau Meier hatte schnell den Tisch abgeräumt und für Ordnung gesorgt. So, das war's, murmelte sie, als sie die letzte Tasse in den Schrank stellte. Herr Meier stand im Wohnzimmer am Tisch und studierte die Landkarte, die zu den Bergen führte. Ein leises Geräusch verriet ihm, dass seine Frau in der Tür stand. Ja, komm ruhig rein, Schatz, sagte er, ohne aufzusehen. Frau Meier schüttelte lächelnd den Kopf. Sag mal, was machst du denn da? Ich gehe noch mal unsere Reiseroute durch, aber das siehst du ja. Ja, das sehe ich, sagte sie. Natürlich, erwiderte Herr Meier. Ich gehe mal davon aus, dass du dich darüber wunderst, warum ich mir eine Karte ansehe, wo wir doch ein Navi haben, richtig? Ja, genau so ist es. Herr Meier hob nun seinen Kopf und sah sie an. Dann weißt du wohl auch, was letztes Mal passiert ist. Frau Meier hob die Augenbrauen. Muss ich darauf antworten? Herr Meier nickte. Nein,
Das musst du nicht, grinste er. Doch, aus diesem Grund finde ich es besser, wenn wir die Karte dabei haben, damit uns das nicht noch einmal passiert. Einverstanden, sagte Frau Meier. Knall, Rums, Türen schwung auf und wieder zu. Herr Meier, sah seine Frau flehend an. Schon gut, oh, seufzte sie. Ich gehe ja schon. Doch bevor sie die Stube verlassen hatte, wurden erneut über ihr die Türen geschmissen. Was zum Teufel, setzte Herr Meier an, als seine Frau die Hand hob. Schatz, ich regel das schon, beruhigte sie ihn, trat auf den Flur und schloss hinter sich die Tür. Rums knallte es, abermals von oben. Frau Meier holte tief Luft und ging zur Treppe. Es gibt ihn nicht, verdammt nochmal, rief Sabine, nachdem sie ihre Zimmertür aufgerissen hatte. Frau Meier blieb auf halber Treppe stehen, schloss die Augen und schüttelte den Kopf. Und es gibt ihn doch, widersprach ihr Peter wütend. Jetzt wurde es auch Frau Meier zu bunt und marschierte die Treppe hinauf. Doch bevor sie oben ankam, schlugen die Türen im Takt immer wieder auf und zu. Es gibt ihn nicht, rief Sabine. Oh doch, rief ihr Bruder. Nein, doch. Ihre Mutter war fast oben angekommen, als die Geschwister aus ihren Zimmern stürmten und sich auf der Mitte des Flurs trafen. Beweise es, schrien sie sich beide gleichzeitig an. Sabine sah auf ihren Bruder hinab. Denkst du, ich habe Angst vor dir? Sagte Peter und machte ein ganz ernstes Gesicht. Glaubst du etwa ich vor dir? Du drei Käse hoch? Kurz war es still. Dann hörten sie ein Räuspern von der Treppe her und sahen auf. Oh, Mama, sagten beide. Doch ihre Mutter verschränkte nur die Arme und sah sie abwechselnd an. Peter nervt schon wieder, sagte Sabine. Nein, sie nervt, verteidigte sich Peter. Um was geht es, dass ihr so laut sein müsst? Sofort fingen beide an, durcheinander zu reden. Schluss, sagte ihre Mutter und hob die Hand. Ihr wisst doch, immer einer nach dem anderen. Kopf, sagte Sabine, als ihre Mutter eine Münze in der Hand hielt. Dann nehme ich im Zahl, sagte Peter. Kopf gewann und Sabine fing an. Also, sagte sie und hob ihre Stimme. Es gibt immer noch jemand in unserer Familie, der an den Weihnachtsmann glaubt. Ich glaube nicht nur, sagte Peter, der genau wusste, dass er gemeint war, sondern ich weiß es. Blödsinn, zischte ihm Sabine zu. Kein Blödsinn, zischte Peter zurück. Mama, Peter will es einfach nicht glauben. Das ist wirklich, also, er will es einfach nicht wahrhaben, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Dabei habe ich es ihm immer und immer wieder erklärt. Erklärt schon, gab Peter zu. Aber du hast keine Beweise für deine Behauptung. Was redest du denn so geschwollen daher? Sabine schüttelte den Kopf. Na, das alles beruht nur auf Vermutungen und Indizien. Das darf doch wohl nicht wahr sein, sagte Sabine und sah ihre Mutter flehend an. Frau Meier amüsierte sich innerlich über ihre Kinder und war gespannt, wo das hinführte. Sie überlegte kurz und sah auf ihren Sohn. Hast du denn Beweise dafür, dass es ihn gibt? Noch nicht, Mama,
aber ich arbeite dran. Verstehe, sagte sie und sah ihre Kinder nachdenklich an. Wisst ihr was, sagte sie schließlich, solange keiner von euch Beweise dafür oder dagegen hat, beurteile ich das Gespräch für unentschieden. Aber Mama, das ist doch lächerlich. Du weißt doch ganz genau. Was weiß ich, unterbrach sie ihre Mutter. Na, dass du und Papa die Geschenke kauft und sie unter den Weihnachtsbaum legt. Tut mir leid, aber jetzt ist es raus. Und was soll das bitte beweisen? Fragte ihre Mutter. Sabine verdrehte die Augen und seufzte. Genau, sagte Peter. Was soll das bitte beweisen? Du bist dumm, flüsterte Sabine ihren Bruder zu. Lügnerin, gab Peter zurück. Stopp, sagte ihre Mutter. Leute, so geht das nicht. Ihr wisst doch, was ich davon halte. Doch Sabine wollte noch nicht aufgeben. Aber jeder weiß doch, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt und dass man nicht beweisen kann, was es nicht gibt. Ha! Was ist jetzt los?